Почитувани представници на медиумите, добар ден и добро. Mazedonierinnen und Mazedoner, habt ihr auch immer wieder bewiesen, dass euch keine Hürde auf dem Weg in die Europäische Union aufhalten kann. Deswegen bin ich bei all den Kraftanstrengungen, die es sicher braucht, zuversichtlich, dass man gemeinsam, wir als EU und ihr als Land, diesen Weg bis Dezember schaffen kann. Bonner Generalanzeiger, Frage an beide Minister. Gerade in diesen Zeiten, wo andere Akteure versuchen, hitzige Diskussionen in Ländern zu instrumentalisieren und zu spalten, möchte ich an dieser Stelle sagen, ihr habt mein Wort, wir werden euch nicht im Regen stehen lassen. Sondern die EU wird, davon bin ich zutiefst überzeugt, so wie die NATO, stärker, selbst wenn sie komplizierter wird, wenn die Länder des westlichen Balkans beitreten. Wir leben leider seit über einem Jahr in der Situation, dass nicht nur die Ukraine auf brutalste Art und Weise mit Bruch des Völkerrechts angegriffen wurde, sondern die europäische Friedensordnung angegriffen wurde. Wir haben jetzt sehr viel über die Frage EU-Beitritt geredet.